So, war das zweit? Das war zweit. Verdammt. Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum. Bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei. Ich hoffe, ihr auch. Hier ist heute Trainingskartenspiel. Viel Spaß beim Üben. Und ja, heute wird es wohl wirklich so sein, dass wir auf einen Bonus hoffen müssen. Oder vermutlich auch wieder einen Bonus bekommen. Je nachdem, werden wir dann sehen. Weil ihr wisst ja, diese Bombenkräne, die sind immer unberechenbar. Aber hier scheint wohl der Anfang offensichtlich zu sein. Zumindest, ja, rein vom Anfang her. Und da rutscht noch ein Geschenk. So, dann werfe ich euch gleich nochmal hier rein, damit halt dieses Teil hier rüberfliegt. Hoffe ich doch. So, alles klar. Okay, gut. Dann, ja, dann werfe ich halt wieder zu rein. Wir kennen es ja. Wir müssen immer so Stück für Stück die Marken bearbeiten. Ich finde übrigens auch interessant, dass die Marken hier noch fest sind, weil ich hätte hier vermutlich zum ersten Mal hier oben erstmal alles freimachen, bevor hier unten die Marken weg sind. Aber das werden wir ja dann sehen, ob die vielleicht sich doch noch lockern. Uiuiui. Aber es war ganz schön knapp, dass die noch drüber gerollt ist. Okay, dann könnten wir wohl doch eine Runde bekommen, wenn ich jetzt wohl hier die Bombe reinwerfe. Damit wir halt hier die unteren Marken noch alle bekommen. Wäre so die beste Idee, meiner Meinung nach. Na? Kommt, lockert euch auch. Ja, alles klar. Also aus so einem Kran 12 Marken zu holen, ist natürlich immer sowas ganz Besonderes, bin ich ganz ehrlich. So. Ja, und dann werden wir wohl heute dann keinen Bonus bekommen, weil ich jetzt 12 Marken bekommen habe, denke ich mal. Na, ja. Ich glaube schon, dass es jetzt schon so festgelegt wurde, dass man halt, ja, täglich eine Runde bekommt. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob das bei euch anders ist. Die letzten Wochen waren immer so, dass ich mindestens eine Runde hatte. Und, ja, also stören wird es mich nicht unbedingt, aber, ja, war halt so eine Diskussion mal, dass ich halt damals auch keine Runde hatte. Und ja, jetzt nicht so wild. Vergesst es einfach. Ja, aber eine Runde ist natürlich wie immer fast keine Runde. Na, bewegt euch. Nee. Weil auch die heutigen Kräne, die hier so wiederholt werden, sind nicht unbedingt dafür gemacht, groß was zu holen. Wie man es hier wieder überall feststellt. Überall was, wo man ein bisschen was freibuddeln muss. Hier wäre es natürlich schön. Aber ich weiß immer noch nicht genau, wie man den Haken hier am besten greifen soll. Weil normalerweise müsste man den Haken jetzt so greifen, dass er ganz knapp hier rüber geht. Aber wenn man das hier so knapp macht, dann rutscht er hier der an der Schräg halt runter und greift das Ding dann trotzdem nicht richtig. Also wäre es dann wohl doch besser, wenn man halt hier diesen Sandkiller, glaube ich heißt er, greift und dann halt hier den Haken mittig, dass er ihn lange genug nach oben hält, dass die Marken hier rüber rutschen können. Aber ja, ist halt leider mit einer Runde wohl nicht unbedingt machbar, genauso wie hier. Hier könnte man gucken, dass man den Ninstar, heißt er glaube ich, schnappen kann. Und ja, das war's dann auch schon. Ach ja, also hier zum Beispiel, dass man sich hier den Bären rauszieht, also den Pfeil. Dass dann mit dem Pfeil hier die Marken runterfallen. Und dass man halt mit der zweiten oder dritten Runde halt dann sich hier den Popo, ja, so heißt der Junge, Popo greift. Und den Bären dann danach, also damit halt die schwerste Marke weg ist. Weil wenn man hier irgendwas greift, dann werden ja die Marken hier sowieso gelockert. Aber ja, eine Runde. Leider nicht, leider nicht. Das haben wir komplett. Das haben wir auch komplett, okay. Hier könnte ich vielleicht mal reingreifen. Theoretisch. Dass ich halt vielleicht, ja, irgendwas bekomme. Dass man vielleicht hier so reingreift, dass man sich hier den... Ich muss mir wirklich mal angucken, was der Unterschied zwischen Map und Schlepp ist. Weil es wird ja wohl der Unterschied sein, dass ihr halt die Augen zu und die Augen offen habt, dass man die dann halt daran erkennt. Aber ich weiß jetzt leider nicht was. Hatte ich schon mal versucht, das hier zu greifen? Bin ich mir gerade so unsicher. Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber wie man halt hier sieht, nicht viel zu machen. Wir können da vielleicht auch mal versuchen, hier, die Alga wieder runter zu kicken, aber ich glaube, das war damals schon so, dass ich das versucht habe. Und dann sind nur die rechten hier gelockert worden, irgendwie. Und die zwei haben sich dann so verkeilt, dass die halt nicht runtergefallen sind. Falls man sich fragt, warum dann die Mark runtergefallen ist, aber die nicht. Ja, es wird wohl so sein, dass ich heute irgendwie, ja, einen Kran anfange, den ich dann sowieso später nochmal machen muss. Dann werde ich einfach mal gucken, dass ich das hier greifen kann. Wenn es nicht klappt, dann bin ich wieder eine Erfahrung reicher. Es kann nämlich gut sein, dass ich das schon mal gemacht habe und dann
Hat natürlich nicht geklappt, weil er halt hier entweder den, ja, weil er halt das Ding nicht festgehalten hat. Ja, probieren wir einfach mal aus. Wenn es nicht klappt, Pech. So, war das zu weit? Das war zu weit. Verdammt. Na gut, okay, immerhin. Besser als nix. Auch wenn es nicht so geplant war. Hätte es ja auch fallen lassen können, ohne dass ich was bekomme. Aber hätte ich jetzt noch zwei Runden, klar, dann könnte ich das natürlich komplettieren. Aber so nicht. Auch nicht mit Wackeln. Naja, wie gesagt, eine Runde, besser als nichts. Auch wenn die Marken vermutlich eh wieder doppelt und dreifach fallen werden, wenn wir das nächste Mal das versuchen. Aber, ja, wie gesagt, eine Runde ist immer schwierig, besonders bei den heutigen Sets. Aber, ja, dann hoffe ich, hat der Papi ja gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir wie immer schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Ich denke mal, bei mir war das so, dass... Ja, du fast das Beste, oder? Was meint ihr? Es sei denn, diese eine große Marke fällt vorher runter. Schwierig. Aber gut, dann, ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao!